Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Turmoil. Heute erkunden wir das neue Gebiet, nämlich die Wüste. Und haben einige Leute was zu sagen im Grunde, aber klickt ihr einfach mal weg. Wir beginnen direkt, indem wir nach Öl suchen, nämlich in der Wüste. Wir schauen, wie es läuft. Und da haben wir einen kleinen Ladescreen, wie immer. So, zwei Wünsche-Routengänger. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Pferde. Und dann lassen wir sie mal nach Öl suchen. Der Hintergrund ist auf jeden Fall anders. Und irgendwie wurde was über Diamanten gesagt. Keine Ahnung. Oh. Ich glaube, da nehme ich einfach eine neue Verbindung. Ich schicke die auf jeden Fall nach links. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Was zum Teufel? Okay, so. Endlich. Oh mein Gott. Das ist grässlich. Das ist ein winziges Ölvorkommen. Und dann direkt darunter. Okay. Ja, jetzt haben wir wenigstens schon wieder etwas Geld. Das werden wir dann direkt lagern müssen. Ich kann keine neuen Verzweigungen machen. Hier irgendwo soll Öl sein. Oh, das ist ein gigantisches Vorkommen. Das ist wirklich riesig. Und ich würde gerne upgraden, aber die Preise sind schrecklich. Ja, rechts geht es ein bisschen hoch. Wir müssen ein bisschen verkaufen, damit wir hier das eine Rohr verbessern können. Damit wir das kleine Ölvorkommen möglichst schnell abgehakt haben quasi. Dann sozusagen noch zwei Wünsche-Routengänger. So. Also wir haben hier auf jeden Fall einen schrecklichen Start in die neue Welt. 94 Cent verkaufen wir noch ein bisschen. Wir brauchen einfach das Geld. Mal sehen, wie lange der Preis noch so bleibt. Oh, die beiden Wünsche-Routengänger haben beide gleichzeitig was Neues gefunden. Ich werde jetzt hier den Geldhahn quasi zudrehen. So, wir suchen nach Öl. Irgendwo da unten. Links ist der Preis gestiegen. Oh, wir sind gerade dicht daran vorbeigegangen. Wir können auch direkt Upgrades durchführen. Und das ist ein großes Vorkommen. Das ist wirklich riesig. Da machen wir auch direkt eine neue Ölbohrplattform. Diese Bohrungen sind ziemlich tief im Vergleich zu dem ersten. Und jetzt nehmen wir richtig Fahrt auf, das ist schön. Diesmal mache ich wirklich mehr als genug Silos. Und einfach direkt zu Anfang alle Pferde, die wir haben können. So, der Preis sinkt wieder. 1, 2, 3, 4. Machen wir mal 5. So, der Preis sinkt. Lagern wir. Wir hatten da noch irgendwo Öl gefunden. Vielleicht zeigen mir die Maulwürfe, wo das ist. Stimmt da irgendwo. Okay, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ganz unten irgendwo. Oh, ich glaube, wir haben es erwischt. Okay, dann verbessern wir. Rechts können wir verkaufen. Das müssen wir auch. Okay, ich brauche auf jeden Fall mehr Pferde. Definitiv mehr Pferde. Sollte es diesmal wieder knapp werden, werde ich auf jeden Fall den Gashahn, den Ölhahn zudrehen.
schicken wir noch zwei mehr. Und dann schicken wir noch zwei nach unten irgendwo. Und okay, wir haben es noch gerade so gelöst bekommen. Der Preis bleibt schön hoch und das ist ziemlich lange, das ist gut. Oh, es wird wieder knapp. Das sieht nicht gut aus. Machen wir zu. Die Zeit läuft weiter. Die Zeit läuft weiter. Die Zeit läuft einfach weiter. Oh. Das ist gefährlich. Die Zeit läuft einfach weiter. So, verkaufen links. Da ist der Preis nämlich gerade über 1 Dollar gestiegen. Okay. Ich glaube, die finden nichts mehr an Öl. Ja, die werden nichts mehr finden. Der eine ist schon aus dem Bildschirm rausgegangen. Ja gut. Wir können vielleicht noch ein bisschen was lagern. Ich meine, die scheinen noch relativ groß zu sein. Vergiss, was ich gesagt habe. Sind gerade leer geworden. Jetzt warten wir auf einen angemessenen Preis. Sagen wir über 90 Cent. Können wir da noch ein bisschen warten? Ja, jetzt verkaufen wir. Und da ist noch ein kleines bisschen. Es gibt einen Diamanten. Ja, den können wir auch gar nicht erst rausbringen. So, macht keinen Sinn, nach dem zu suchen. Es gab keinen Diamanten. Gut. 4 große, ziemlich große, 4 ziemlich große Ölvorkommen und ein winzig kleines. 40.596 Dollar. Ui. Das ist eine ganze Menge. Der Schädel muss Glück gebracht haben beim letzten Mal. Wir haben 3 Boni bekommen. So sieht die Grafik aus. Ziemlich steil hochgegangen. Ziemlich teuer verkauft, 1,12 pro Fass. Und guckt euch diesen Graphen an. Wir haben so viel Geld für Rohre und Rohr-Upgrades ausgegeben. So viel ist das nicht mal. Das ist nicht mal so groß, muss man schon sagen. Ja, das ist... Ich meine, ja, wir haben da ziemlich Mist gebaut bei der ersten... beim ersten Ölvorkommen, aber so schlimm war es jetzt auch nicht. So, Profite. Ja, Daisy hat 12.700 und wir haben fast, ja, mehr als das Dreifache, sagen wir mal. Fast das Vierfache. Und das ist wunderschön. Wir sind super reich und das heißt, wir können ziemlich gute Plätze jetzt kaufen. Wir haben nicht mehr die beste Fläche bekommen. Wer hat am wenigsten Geld? Daisy. Okay. Sehr schön. Nichts Interessantes. Herdengröße. Definitiv Herdengröße. Brauchen wir unbedingt. Timer 2, es wird mittlerweile immer knapper. Ich würde aber auch langsam... Den Bohrer können wir uns nicht holen. Wir können ihn nach Diamanten suchen lassen. Wir können mehr Zellen aufdecken lassen. Ich glaube, wir holen uns das. Schnelligkeit 2. Ja, jetzt nicht unbedingt. Nee, eigentlich nehmen wir uns einfach Schnelligkeit 2. Ja. Dann hätten wir noch genug Geld für den Zähler. Ich weiß nicht. Ja, es kann ganz nützlich sein, aber erstmal nicht. Erstmal nicht. So. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Level. 1, 2, 3, 4, 5.
Und das waren nur 4. Dann gehen wir rechts, weil der Preis schön hoch ist. Beide haben Öl gefunden. Okay. Und der Preis ist weg. Sehr schön. Ja, ich glaube, wir werden direkt ein Silo bauen müssen. So. Wir werden es auch einmal aufrüsten müssen, weil der Preis einfach so dermaßen im Keller ist. Verkaufen wir links. So, gut. Dann verbessern wir schnell mal hier. Kragen hier nach unten. Ui. Das ist gigantisch. Das Ölvorkommen ist wirklich riesig. Jetzt sind bei beiden die Preise ganz weit oben. Wir rüsten die Wagen auf und holen uns noch mal ein verbessertes Silo. 2 Wünschelroutengänger. Dann gucken wir mal. Rechts ist der Preis höher. Noch 2 weitere Pferde. Dann haben wir 10. Hier gibt es irgendwo noch Öl. Da ganz unten. Da mache ich, glaube ich, eine neue Ölbauplattform. Oh, direkt getroffen. Sehr schön. So, der Preis sinkt wieder. Wir haben jetzt auch deutlich mehr Pferde. Ich würde sagen, unter 90 stoppen wir dann die Zufuhr. Und 0. So. Wie viele können wir da hinquetschen? Keine mehr. Gut. Machen wir noch ein paar. Kann nicht schaden. 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung, 6, so. 7. Einfach noch ein paar mehr. Da erhöhen wir die Durchflussrate mit einem breiteren Rohr. Wir hatten bisher keine Probleme mit Steinen, das ist relativ gut. Vor allem, weil das Upgrade so teuer ist. Preise sind immer noch schrecklich. Ich müsste so langsam verkaufen. Ich hoffe mal noch ein paar Pferde hin. Ich werde links ein bisschen verkaufen. 25 haben wir jetzt. Können wir langsam die Rohre verbessern. Ich glaube, es gibt kein weiteres Öl. Die haben nichts mehr gefunden. Läuft an sich ganz gut. Ein bisschen wenig Öl hier. Oh, rechts ist der Preis. Oh, rechts ist der Preis ganz hoch gestiegen. Während der links, naja, relativ hoch war, aber nicht zu hoch. So. Ja, okay. Dann machen wir wieder auf 0 und warten wieder ein bisschen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also wir haben kein weiteres Öl gefunden. Ich mache einfach noch einen. So, ich glaube, wir verkaufen links. Ja. Okay. Verpachtung rückgängig machen. Oh, da war ein Diamant. Den haben wir leider nicht gefunden, aber egal. 39.440, alle 3 Boni. Da ist der Graph. Unsere Einnahmen, $1,16 pro Fass. Ausgaben, größtenteils für Wagen. Ja, diesmal war es wahrscheinlich ein bisschen übertrieben von den Ausgaben her. Wir hätten wahrscheinlich nicht alle benötigt. Deshalb, ja,
Egal. So, Profite. 39.440. Ja, locker mehr als das Doppelte von Ricardo. Und Ricardo ist fast genauso reich wie ich. Hat aber nur 2 Upgrades. Ja, okay. So, Landauktion. Start. Okay, Ricardo hatte tatsächlich einen deutlich besseren Boden als ich. Und damit haben wir das. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt einfach den Bohrer. Dann müssen wir uns da keine Sorgen machen. Da haben wir es quasi hinter uns. 0,78. Ja, nee, das ist relativ unnützlich. Ich meine, das ist sehr, sehr wenig. Die Upgrades werden sehr teuer. Wir holen uns einfach den Zähler. So. Aber ich würde sagen, das war es dann auch mit der Folge hier. Wir sind hier schon bei 15, 16 Minuten. Deshalb, das war's. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.